So, ein herzliches Willkommen. Das ist der letzte Podcast in 2018 vom Business Talk Podcast der Arzt als Unternehmer. Ich freue mich, dass ich euch ja heute mit dieser letzten Ausgabe die Outtakes aus dem Jahr 2018 präsentieren kann. Ein paar wirklich lustige Sachen sind dabei. Ich habe mich teilweise, als ich mir die Videos jetzt angeschaut habe oder die Audiodateien nochmal angehört habe, teilweise wirklich schlapp gelacht darüber, was wir da alles gesagt haben, produziert haben und wirklich sehr lustige und tolle Interviewgäste mit viel, viel Content dahinter. Und ich werde mal gucken, was wir grundsätzlich mit diesem ganzen Material machen und für euch das mal komprimiert zur Verfügung stellen, denn da sind wirklich wertvolle Inhalte dabei, die ihr sicherlich auch immer mal wieder nachhören könnt. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut auf den YouTube-Kanal, schaut bei iTunes vorbei und lasst euch inspirieren von dem, was wir da gesagt haben. Jetzt, während ich das sage und über meinen Podcast spreche, scheint hier die Sonne in mein kleines Büro, in mein kleines Aufnahmestudio. Wirklich ein gutes Zeichen. Das Ganze wird ausgestrahlt am zweiten Weihnachtstag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt ein paar schöne Weihnachtstage gehabt mit der Familie. Konntet ein bisschen ja zur Ruhe kommen, das Jahr 2018 für euch nochmal so ein bisschen reflektieren. Und ihr habt jetzt noch einen guten Start ins Jahr 2019 vor euch. Ich habe auf jeden Fall einen guten Start, denn ich weiß, dass das ein tolles Jahr wird. Wir werden gerade hier mit dem Podcast einige Dinge ändern, einige Neuerungen reinbringen. Veränderung ist ja nicht immer leicht, aber tut auch manchmal ein bisschen weh und ist anstrengend, aber lohnt sich in jedem Fall. Ich habe es in diesem Jahr persönlich gemerkt, ich habe so viele Dinge verändert und es ist so viel passiert, es ist so viel nach vorne gegangen und ich freue mich wirklich sehr über die Entwicklung. Viele Fragen haben mich auch gefragt im Nachhinein jetzt noch, die sich den Podcast angehört haben. Mensch, warum machst du das eigentlich? Du gibst so viele Informationen weiter. Was hast du denn davon? Wie viele Leute melden sich? Aber ich glaube, diese Menschen, die das fragen, haben, und das meine ich gar nicht böse, noch gar nicht so richtig verstanden, worum es eigentlich geht. Wir haben ein klares Ziel hier mit unserem Podcast. Ich möchte gegen die Unterversorgung angehen. Ich möchte für eine vernünftige Patientenversorgung in Deutschland stehen. Ich möchte dafür sorgen, dass der Arzt zum Unternehmer wird, sich mit neuen Themen auseinandersetzt. Und ich möchte tatsächlich viel, viel mehr als nur eine Beratung machen. Ich möchte das ganze Thema weiterentwickeln. Und da danke ich auch nochmal wirklich allen Gästen, die mich in diesem Ziel unterstützt haben oder mit den ganzen Maßnahmen. Das waren wirklich viele. Ich habe ja auch nicht alle Podcast-Folgen, die wir in diesem Jahr aufgenommen haben, ausstrahlen können. Das liegt immer an zeitlichen Komponenten. Das liegt natürlich auch daran, dass ich gerne ein bisschen Abwechslung in den Podcast bringe, also zwischen den drei Themenschwerpunkten in Erfolgsgeschichten, den randnahen Themen der Medizin, aber eben auch den klassischen Informationen um das Thema Praxis und Niederlassung oder auch Praxisabgabe. Da mache ich immer einen Mix draus und versuche eben, so ein bisschen Abwechslung in diesen Podcast zu bringen. Und deshalb sind einige schon aufgenommen, aber werden eben erst im nächsten Jahr ausgestrahlt werden können. Also nochmal ganz, ganz vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben, die dafür sorgen, dass unser Projekt größer wird, weiter wächst und auch der Podcast mehr und mehr erfolgreicher wird. Denn der Podcast ist ein Nischen-Podcast, ist sicherlich nicht für jeden interessant, aber ich glaube, dass die Themen Gesundheit, Medizin, Zukunft, Praxis, Digitalisierung und Entwicklung zum Unternehmer so zentrale Themen für die Zukunft sind, dass wir uns weiter alle damit beschäftigen sollen. Und ich sage das auch immer wieder in dem Podcast, es ist wirklich toll, dass man mal über den Tellerrand hinausschaut und das Ganze ein bisschen nicht so eng sieht, auch nicht immer so engstirnig sieht. Ja, fürs nächste Jahr gibt es ein paar Veränderungen, habe ich schon gesagt. Der Podcast wird weiter unser zentrales Medium sein in dem Business-Doc-Projekt. Es wird aber noch ein zweites Thema geben, nämlich es wird eine Veranstaltungsreihe geben, die heißt Startup Praxis. Wir fangen damit in Dortmund an, und zwar im Frühsommer, im Spätfrühling, im Frühsommer, wie man das auch immer bezeichnen will. Das wird eine Tagesveranstaltung für Ärzte und Mediziner, die sich mit dem Thema Unternehmer sein, mit dem Thema Unternehmer werden, eigene Praxis, Zukunftsmedizin auseinandersetzen wollen. Wir haben tolle Partner schon gefunden, was das Ganze angeht, die uns da unterstützen. Wir haben tolle Referenten. Wir werden das im TED-Format machen, also 20-Minuten-Vorträge, sehr knackig, sehr inspirierend, sehr motivierend. Und alle Teilnehmer sollen wirklich hochmotiviert von der Veranstaltung runtergehen, weggehen und sagen, Mensch, ich habe wirklich was gelernt.
Und es wird nicht eine klassische Veranstaltung wie sonst auch. Das heißt nicht, dass alle anderen Veranstaltungen nicht gut sind, sondern wir möchten einfach etwas komplett anderes machen und haben unglaublich viel Spaß dran. Und da freue ich mich drauf. Das wird eine richtige Herzensangelegenheit. Und ich habe da wirklich auch tolle Partner, die uns da unterstützen. Ja, darüber hinaus freue ich mich jetzt, euch die Outtakes für das Jahr 2018 zur Verfügung zu stellen. Und eine Sache habe ich doch noch, jetzt fällt es mir gerade ein. Wenn ihr mal Lust habt, selber Teil des Podcasts zu werden, meldet euch doch einfach bei mir. Schickt mir eine E-Mail unter info@businessdog.online. Schreibt kurz drauf Podcast oder Podcast-Bewerbung oder Interview-Podcast, wie auch immer. Stellt euch kurz vor, sagt, was ihr macht. Und jetzt kommt schon wieder die Sonne hier rein, unglaublich. Sagt, was ihr macht und wir nehmen Kontakt zu euch auf und wir gucken, dass wir einen Termin bekommen, damit wir eure Geschichte hier im Podcast erzählen können. Von dieser Geschichte sollen andere profitieren, sollen andere lernen, sollen euch als Persönlichkeiten kennenlernen. Also wenn ihr niedergelassen seid in der eigenen Praxis, wenn ihr euch niederlassen wollt, wenn ihr ein tolles Konzept für die Zukunft habt, auch gerne junge Mediziner, die jetzt vielleicht erst in 2, 3 Jahren ihren Facharzt machen oder die jetzt auf dem Weg dahin sind, die aber tolle Ideen haben für die Zukunft, meldet euch gerne bei mir, aber auch alle, die im Bereich der Medizin Lust haben, über ihr Projekt, über ihre Themenschwerpunkte zu sprechen, sei es Krankenhaus, sei es Pflege, sei es Entwicklung, sei es Technik, ganz egal, meldet euch gerne. Und ich lade euch gerne hier in den Podcast ein, wir machen einen Termin und berichten über euer Projekt. Ja, jetzt, das war es tatsächlich. Ganz, ganz viel Spaß. Ich wünsche euch eine weiter tolle Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt unternehmerisch. Ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch. Viel Spaß mit den Outtakes aus dem Jahr 2018. Heißt aber jetzt nicht, dass, also ein paar Sachen schneide ich ja. Das Schöne ist ja bei diesem Thema Aufzeichnung. Ich lasse es zwar eigentlich immer gerne durchlaufen, weil man sieht, wenn man was geschnitten hat. Ja, klar. Wenn jetzt gleich der Hund bellt und ich doch dreimal raus muss, dann würde ich die Sachen rausschneiden. Aber ich könnte ja dazwischen noch ein bisschen, Genau, du könntest dann in meiner Abwesenheit über mich erzählen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ja. Du könntest ja aktiv einbauen. Gucken, ja, genau. Okay. Ja, ich halte jetzt die Klappe. Nee, also wenn ich dich anspreche, fände ich es schön, wenn du was sagen würdest. Ach so, das war der Plan. Ja, genau, so. Ich weiß nicht, brauchst du was zu trinken zwischendurch? Willst du dir was zu trinken hinstellen? Ich glaube, ich brauche nicht. Ich hätte was. Ich mache mir mein Glas nochmal voll. Also wenn mir hier im Hals stecken bleibt, dann habe ich was, aber ich vermeide es. Weil die Gesichtsleser lesen das immer, wann getrunken wird. Ach so, okay. Dann kannst du das automatisch mitmachen. Das ist der Wahnsinn, was wir hier machen. Ja. So. Deine Korrektur. Bitte? Machen. Ich glaube, du hast dich sehr leiten lassen von der Psychoneuroimmunologie. Ja. Das ist auch mein Schwerpunkt. Aber ich habe, du hast vorher immer gesagt, ich habe Psychotherapie gelernt, ich habe Physiotherapie gelernt. Ah, guck mal. Aber alles in Ordnung. Mein Schwerpunkt liegt eigentlich tatsächlich lieber auf dem Psycho als auf dem Physio. Ja. Das ist wahrscheinlich, wenn der Kopf einmal in eine Richtung geht, dann merkt man schon, was unsere Gedanken uns alles vorgeben können. Ja, genau, richtig. Genau. Und es ist tatsächlich auch so, als ich dich gerade so habe reden hören, habe ich gedacht, ja, meine Güte, du erinnerst mich gerade wieder, weil ich tatsächlich immer noch überlege, Psychologie zu studieren und die Therapie auch noch zu machen. Also es ist noch nicht fertig. Ja, schön mit dabei zu sein. Aber du hast absolut recht, es steht auch hier. Es steht auch genauso hier, wie du es gesagt hast. Es geht um Physiotherapie und nicht um Psychotherapie. Also aber letztendlich, du hast es korrigiert und das macht die Sache ja nur umso spannender, dass wir jetzt nochmal genau darüber gesprochen haben. Frankreich und das Savoir-Vivre, weil man lebt einfach wie Gott in Frankreich und ich kann mir vorstellen, da zeitweise was zu tun. Aber mein Leben ist geprägt von Stress, leider, aber ich brauche Stress zum Atmen. Ich genieße das sogar. Das ist ein bisschen verrückt, aber das ist so. Und also wenn Sie zwischendurch, ich weiß nicht, ob Sie sich noch was zu trinken holen, Wasser oder so, ist auch immer alles klar. Ein guter Tipp, das vorher einzuschenken, dass man das Geglucker nachher nicht... Ja, genau. Mal eben hier ein größeres Bild machen. Ich mache eben meinen obligatorischen, ich setze mich immer auf meinen Sakko. Das ist ein alter alter Fernsehhasentrick, den hat mir mal hier, damit das Sakko hinten nicht hochsteht. Ja. Hallo? Okay. Das geht bei mir gar nicht. Ja. Das
geht bei mir irgendwie gar nicht. Sachen zu kurz, falsche Sachen. Genau. Gut, also, wir steigen einfach mal, ich lege einfach mal los. Wir sehen, wann es losgeht. Ja. Also wir machen so 30 Minuten. Ne? Vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen weniger. Ach, dann. Können Sie vielleicht nochmal so eine von Ihren kleinen Geschichten erzählen, die dann dazu führen, dass ich sage, ich kann ja nahezu alles absetzen. Was fällt da drunter? Fangen wir nochmal an im klassischen, vermeintlich privaten Bereich. Ich bin in irgendeiner Form auf eine Geburtstagsfeier eingeladen und hoffentlich haben die hiesigen Zuhörer auch noch Freunde und sind keine Moffs. Die Eltern und den Moff ist ein Mensch ohne Freunde, ja. Aber unterstellen wir mal, sie haben noch welche, ja. Dann ist es typisch deutsch, dass man sich immer über bestimmte Themengebiete auf dieser Feierlichkeit unterhält. Mhm. Und ein Themengebiet ist immer, wenn man jemanden noch nicht kennt, was machst du denn so beruflich? Und wenn man jemanden schon kennt, wie läuft es denn gerade so im Job? Wie hat denn deine Arztpraxis angefangen? Also einfach Interesse zeigen am Menschen gegenüber. Wenn sie da mal aktiv zuhören, ich war neulich auch auf einer Party, da kam einer an und hat gesagt, er ist Orthopäde. Prompt kam sein Gegenüber an und sagt, oh, ich habe es am Rücken, können Sie mal nachgucken. Ja? Klassisch, ganz klassisch. Ja. Der Nächste sagt, ich bin Rechtsanwalt, schon wird er mit irgendwelchen juristischen Problemen konfrontiert. Mhm. Und wie ich sage, ich kenne mich im Bereich Steuern aus, dann habe ich bis morgens um 3 kein anderes Thema mehr, außer mich über das Thema Steuern zu unterhalten. Frage, ne? Wenn du so andere bei dir vorgestellt hast mit dem Lebenslauf, dann denke ich, also so konsequent ist meiner nicht. Was macht es aus? Wo unterscheidet sich die Behandlung Carsten Luke in Hellersen, also im MVZ, oder die Behandlung Carsten Luke im Patienten? Also jetzt nicht von der Qualität, das ist immer gleich, aber wo würdest du es ausmachen? Meine Qualität ist natürlich erstmal schon mal deutlich besser als die andere, nicht, dass du da irgendwie was falsch verstanden hast. Also ich meinte jetzt, wenn du zwei Patienten behandeln würdest, dann ist die natürlich grundsätzlich gleich. Wenn jemand anders behandelt, ist natürlich klar. So ist das, ja. So. Naja, viel hat es nicht gebracht, aber immerhin. Was steht denn hier denn damit? Yes! Ich bemühe mich ja auch immer, die gleichen Sachen anzuhaben jetzt hier, damit ich auch ehrlich? Immer wiedererkannt werde. Ja. Ich hab nur das. Ach, also ich habe 20 Hemden davon, aber ich brauche mir keine Gedanken machen. Das ist cool. Ja. Ich habe auch nicht nur das eine, aber trotzdem versuche ich mich immer wieder so, dass sie denken, okay, da sitzt ja schon wieder da. Der produziert am laufenden Band. Genau. Okay. Ist ja nur aufgezeichnet, schneiden können wir hinterher noch. Und, am besten nicht schneiden. Ja, am besten nicht schneiden, genau. Okay, ja, dann würde ich sagen, starten wir mal einfach. Heute geht es um das Thema Ernährung. Wie kann die richtige Ernährung meinen Gesundheitszustand verbessern und welche Rolle kann ein Arzt in diesem Zusammenhang einnehmen? Über dieses wo Sie noch so einen schönen praktischen Tipp geben können. Ich habe ja eine Sache von Ihnen im Kopf, die ich immer so gerne zitiere, aber vielleicht sagen Sie erst noch eine andere. Haben Sie noch meinen Sie jetzt, meine Frau ist eine außergewöhnliche Belastung? Kommen Sie drauf. Und für die weiblichen Ärztinnen hier unter Ihnen, ja, Ihr Mann ist natürlich eine dauernde Last und damit sind Sie steuerlich sogar noch im Vorteil. Ja? Das ist ja nur eine Aufnahme, ist ja nichts live, wir können ja alles schneiden zur Not. Ja. Müssen wir aber nicht, finde ich immer sowieso. Alles ist gut. Nee, ach, muss authentisch bleiben. Ja, genau. Okay, wir legen los. Gerne. Würdest du dem jedem raten, diesem, ich nenne es jetzt mal einfach so, dem Herzen zu vertrauen, den Verstand in dem Moment ein bisschen mehr zurückzunehmen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil, ich sage immer, wir sollen mit unserem Herzen denken. Gerne. Fang dann einfach irgendwann gleich an. Gibt es irgendwas, was wir nicht besprechen wollen, wo du sagst, nee, da möchte ich nicht irgendwie drüber reden? Nö, gar nicht. Also zumindest nicht das mehr. Vielleicht fällt dir ja okay. Im Interview eine Frage ein, wo ich sage, oh Gott, nee, frag ruhig. Ja, okay. Gut, also ich mache eine kurze Einleitung, kurzes Intro, dann stelle ich dich vor und immer wenn ich dich direkt anspreche, dann merkst du es ja. Ne? Ist ja ganz einfach. Jawohl. Okay. Ja, dann legen wir mal los. Mal eben gucken, hier, wo ich mein... Da. Das ganze Ausstiegsszenario.
wir müssen uns schon zu Beginn, das ist etwas, wo du jetzt wieder sagst, mach doch Mut, anstatt über das Ende zu sprechen. Ja, ich weiß. Aber es gibt Fälle, in denen das Ende eben halt, oder das Ende kommt, so oder so. Das ist nicht nur im Leben so, sondern auch im Beruf so. Und von daher muss ich mich damit auseinandersetzen. Und am besten nicht erst, wenn das Ende kurz vor der Tür steht, sondern ganz zu Beginn. Weil das ist auch natürlich ein Punkt, der so ein bisschen streitanfällig ist, weil unterschiedliche Vorstellungen da existieren. Dr. Stefan Friedrich, 1972 in Aachen geboren, in der schönen Domstadt, hat ein Studium der Psychotherapie bis 1999 in Ulm absolviert und hat dann im Jahre... Darf ich? Natürlich. Medizin. Was habe ich gesagt? Psychotherapie. Okay, dann muss ich da nochmal, steige ich da nochmal ein. Schwerpunkt. Studium der Medizin. Wie lange haben Sie Zeit? Sollen wir uns irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde? Also normal, ich mache nie länger als eine Dreiviertelstunde. Ja, das ist alles gut. Ja? Also bei mir ist es so, ich werde irgendwie um 17.40 Uhr weg müssen, in einer Stunde. Okay. Also da sollte kein Problem sein. Sollte kein Problem sein, alles klar. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ich lege mal einfach los. Ja. Ja. Ich habe meine Kinder, alle drei, extra auf eine Privatschule getan, weil ich wusste, auf dieser Privatschule sind nahezu ausschließlich Unternehmereltern. Mhm. Und ich wusste wiederum, die Kinder werden irgendwann mal gefragt, was sie mal beruflich werden wollen. Und witzig ist, Kindermund tut Wahrheit kund, sagen die Kinder immer zwei Dinge. Entweder sie wollen genau das werden, was Papa oder Mama ist, dann erfährt jeder, was die Eltern beruflich machen. Oder sie wollen genau das nicht werden und dann erfährt auch jeder, was die Eltern machen. Das ist aber richtig, oder? Das ist korrekt, ja, genau. Mhm. Hat dann 10 Jahre klinisch gearbeitet, also als Arzt in der Psychiatrie in der Uniklinik in Ulm. Und Nee. Ich weiß gar nicht, wo diese Quelle hier ist. Also ich habe tatsächlich... Auf eurer Internetseite steht das. Nee, da muss irgendwas stehen von wegen, dass das... Nee, das, wenn, dann muss, das ist ja unfassbar, das ist ja falsch. Nein, ein Jahrzehnt im medizinischen Umfeld. Ich habe damit angefangen, mit Zivildienstzeit zu zählen, weil ich nämlich relativ schnell wieder raus bin. Ich bin nach meiner Arzt- und Praktikumszeit, habe ich mich sofort verdünnisiert. Okay. Ich fange nochmal an, oder? Gerne. Aber da muss ich wirklich nochmal ganz von vorne anfangen, weil sonst die Schneiderei, die spart mir. Also ich mache es nicht. Ist okay, gut. Ja. Du hast schon das Thema Leistungssport angesprochen. Ich habe in meiner Jugend angefangen, also ganz früh mit 5, 6 Jahren, sehr, sehr intensiv Tennis zu spielen, sehr ambitioniert, Turniere, Rangliste. Das waren alles so Themen, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber vielleicht eine Gemeinsamkeit, wahrscheinlich nicht so ganz, aber ich habe auch sehr, sehr viel Tennis gespielt in meiner Jugend. Aber ja, sehr gut. Ja, dann steht ja ein Match aus irgendwann. Ja. Obwohl ich habe jetzt tatsächlich 2, 3 Jahre nicht gespielt. Ich werde nächste Woche Montag das erste Mal wieder spielen gehen, aber komplett anderes aber Thema. Aber ganz ehrlich, wenn mir jemand kommt und macht sich mit der Praxis selbstständig und wir diskutieren über 50, 60 Stunden Wochen, lass es besser. Ja, weil sehe ich auch so, ist der Trend. Der Trend ist tatsächlich ein verändertes Lifestyle-Verhalten. Ja, ich weiß. Ja. Aber das wird sich rächen. Das ist jetzt total kurz gedacht, weil die Menschen müssen sich ja mal Gedanken machen, wer finanziert ihre Rente oder wie wollen sie ihre eigene Rente finanzieren. Und wir arbeiten weltweit gesehen eh schon mit am wenigsten. Also ich verstehe mal diese Diskussionen nicht über Life-Balance und kürzer arbeiten und gleichzeitig steigen die Zeiten, wo Menschen in den sozialen Netzwerken rumhängen, die Fernsehzeiten, die Bewegungszeiten werden nicht mehr, sondern weniger. Also solange der Mensch auch mit seiner Freizeit sie nicht vernünftig gestaltet, glaube ich, wäre er in der Arbeit, die ihm wirklich Spaß macht, besser aufgehoben. Aber und angestellte Kollegen bei mir in der Praxis, das sage ich mal, ist erlaubt mir, sage ich mal, mit den Kindern gewisse Flexibilitäten, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe jetzt heute Nachmittag, aber das und das. Alles nicht schlimm. Ja, sehen wir da drauf, alles gut, ja. Das erlaubt mit den Kollegen, wenn man angestellte Kollegen hat, erlaubt es natürlich sicherlich eine gewisse Flexibilität, dass ich dann auch spontan mal freinehme und sage, ich komme heute nicht, aber ich weiß dann andersrum auch, in der Praxis kann ich beruhigen Gewissens dann wegbleiben für ein paar Stunden. Mhm. Ja, liebe Zuschauer, Zuhörer, ich begrüße Sie heute mal zu einer ganz anderen Ausgabe. Es gibt heute keinen Podcast, sondern wir machen eine Business Talk Info News. Und zwar zu einem sehr spannenden Thema. Ich darf gleichzeitig zwei Kollegen von mir vorstellen oder eine Kollegin und einen Kollegen von mir vorstellen. Auf der einen Seite die Frau Eva Langeböhmer ist uns live aus Ulm zugeschaltet. Hallo Eva, Grüße nach Ulm.
Und unseren Korrespondent direkt aus Kathmandu hat er mir gerade gesagt, Herrn Georg Kirschner. Georg Kirschner ist immer wir haben da Verbindungsprobleme und deshalb sitzt er da so ein bisschen wie ein Korrespondent aus dem Ausland. Aber Georg, ganz liebe Grüße nach Münster. Schön, dass das trotzdem geklappt hat, trotz der technischen Probleme, die da im Moment sind. Besonders intelligenten oder besonders lukrativen. Moment, ich muss kurz unterbrechen. Hier hampelt jemand auf dem Dach rum. Ich muss dem, ist gar nicht schlimm, ist überhaupt nicht schlimm. Ich muss ihm Bescheid sagen. Warte mal, steht da. So, Entschuldigung, sorry. Kein Problem. So, sorry. Ich fange nochmal an mit diesem Geldschein, ja? Ja. Es hätte noch so viele tolle Themen gegeben mit Ihnen. Ich plane demnächst einfach 2 Stunden ein. Oder wir unterhalten uns nochmal auf irgendeiner Veranstaltung. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal. Ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, der nächste Termin drückt schon. Für alle Zuhörer und Zuschauer nochmal ganz vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ich bitte immer zum Schluss um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir wissen, ob wir hier einen guten Job machen und vielleicht kriegen wir dann nochmal so tolle Interviewgäste wie Herrn Professor Dr. Jochen Werner. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ihnen vielen Dank. Nach Essen, schönen Abend, schöne Woche. Viele Grüße an Ihre Frau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ganz herzlichen Dank. War super nett. Danke.